Dieser LKW-Fahrer befand sich nach einem langen und stressigen Arbeitstag auf dem Heimweg. 30 Minuten vor seinem Wohnort fiel sein Blick auf eine hilflos im Schnee liegende Frau. Ohne nachzudenken stieg er aus und rannte zu ihr. Als er sie hochheben wollte, fiel sein Blick auf ihren Ausweis. Was er darauf sah, ließ ihn erschauern. Väter würden alles für ihre Kinder tun. Aber für Liam war das leichter gesagt als getan. Der Vater tat alles, was er konnte, um für seine Frau und seine schöne Tochter Catherine zu sorgen. Das meiste Geld ging leider für Rechnungen drauf. Miete, Strom, Lebensmittel und vieles mehr. Dann kam es noch schlimmer. Bei seiner Tochter bildeten sich Zysten im Körper. Die Ärzte gaben ihr nur noch 3 Jahre, wenn sie nicht operiert würde. Diese Operation war sehr teuer und selbst wenn Liam seine gesamten Ersparnisse aufbrauchen würde, könnte er sie nicht bezahlen. Er wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Er nahm weitere Jobs an, arbeitete Sonderschichten und kam oft spät nach Hause. An einem dieser Abende hatte er auf dem Heimweg eine ungewöhnliche Begegnung. Es hatte ein wenig geschneit, sodass die Sicht sehr schlecht war. Liams Scheinwerfer waren die einzige Lichtquelle auf der Straße. Während er fuhr, dachte er an seine Tochter, die immer kränker wurde. »Daddy wird alles für dich tun. Du musst nur durchhalten«, murmelte er. Den Tränen nahe fiel ihm eine Silhouette im Schnee auf und er bremste. »Was in aller Welt ist das?«, Liam keuchte. Dann starrte er hin und erkannte, dass es eine ohnmächtige Frau war. Er riss die Augen auf und sprang schnell vom Lastwagen runter. Nirgends war jemand zu sehen. Liam war verängstigt. Was, wenn das eine Falle war und jemand versuchte, ihm ein Verbrechen anzuhängen? »Hallo, sind Sie okay?«, rief er von Weitem, aber er erhielt keine Antwort. Dann setzte sein Instinkt ein. Er warf alle Vorsicht über Bord und rannte auf die Frau zu. »Hey, können Sie mich hören?« Liam tippte sie an, aber sie blieb still. Dann hob er ihren Kopf an und zuckte zusammen. Es war der Ausweis der Frau. Der Name und das Foto kamen ihm bekannt vor, als hätte er sie schon einmal gesehen. War das ein Déjà-vu? Liam wurde panisch. Plötzlich packte die Frau, die langsam wieder zu sich kam, ihn am Kragen. »Großer Gott, Sie leben!«, schrie Liam. »Sie müssen sofort ins Krankenhaus.« In diesem Moment bemerkte er blaue Flecken in ihrem Gesicht und bekam noch mehr Angst. Trotzdem brauchte sie Hilfe. Also schob er alle negativen Gedanken beiseite, nahm sie hoch und trug sie zum Lastwagen. Dann schaltete er die Heizung ein und deckte sie mit seiner Jacke zu. Nach 10 Minuten öffnete sie ihre Augen und murmelte etwas, das Liam nicht hörte. »Hey, können Sie mich hören? Wie geht es Ihnen? Wie ist Ihr Name?«, fragte er sie. »Ich heiße Lissy«, sagte die Frau schwach. Liam bekam Gänsehaut. Er war sich sicher, dass er den Namen irgendwo gehört hatte. Aber er sagte nichts. Außerdem hatte er dringendere Fragen. »Was ist passiert? Wie sind Sie hier gelandet?«, fragte er. »Das ist eine traurige Geschichte, die ich besser nicht erzähle«, sagte die Frau, aber das ließ Liams Misstrauen größer werden. »Es tut mir so leid, aber Sie müssen es mir erzählen, damit ich Ihnen helfen kann. Ich muss den Ärzten alles sagen und vielleicht rufen Sie auch die Polizei. Bitte vertrauen Sie mir. Was ist passiert?«, sagte er sanft. Die Frau senkte ihren Blick und erzählte Liam, dass sie in einer toxischen Ehe lebte und diese beenden wollte. Sie plante insgeheim ihre Scheidung, doch ihr Mann hörte sie am Telefon mit ihrer Schwester darüber sprechen. Daraufhin sperrte er sie ein und misshandelte sie. Er hatte den Ersatzschlüssel auf dem Tisch vergessen und als er wegging, konnte sie fliehen. Sie hatte tagelang nichts gegessen und brach schließlich auf der Straße zusammen. Liam war von der Geschichte so berührt, dass er ihr glaubte. Er war froh, dass er sie noch rechtzeitig gefunden hatte. Im Krankenhaus erzählte Liam alles und sie informierten die Polizei. Als diese eintraf, machte er seine Aussage und sie ließen ihn gehen. Als Liam nach Hause kam, traf er seine traurige Frau an. Catherines Zustand hatte sich verschlechtert. »Mach dir keine Sorgen. Ich werde noch mehr Überstunden machen und alles tun, was ich kann«, versicherte er. In dieser Nacht konnte er nicht schlafen und wälzte sich ständig hin und her. Am nächsten Tag erhielt Liam einen Anruf aus dem Krankenhaus. Lissy wollte ihn sehen. Als er dort ankam, bedankte sie sich dafür, dass er ihr Leben gerettet habe. Er sagte, er habe getan, was jeder gemacht hätte. Er schenkte ihr ein paar Früchte und sie sprachen kurz über ihre Gesundheit und dann ging er. Aber er vergaß etwas und dieser Gegenstand lenkte die Geschichte in eine sehr tränenreiche, aber schöne Richtung.
Es war Liams Tasche. Lizzie bemerkte es erst 15 Minuten, nachdem er gegangen war. Sie hob sie auf und der Brief fiel heraus. Lizzie griff danach und begann zu lesen. Jeder Satz brach ihr das Herz und sie weinte bitterlich. »Lieber Dad, es tut mir leid, dass ich krank bin und du alles durchmachen musst. Es bricht mir das Herz, wenn du müde nach Hause kommst, nur weil du Geld verdienen musst. Jedes Mal beten Mama und ich für dich. Ich bete, dass Gott dir Geld gibt. Ich verspreche, dass ich nach meiner Operation euer Leben verändern werde. Ich werde viel Geld verdienen und du wirst nicht mehr arbeiten müssen. In Liebe, Catherine.« Als Lizzie mit Lesen fertig war, weinte sie wie ein Baby. Dann legte sie den Brief zurück in die Tasche. Liam tat weiterhin alles, was er konnte, um finanzielle Mittel aufzutreiben. Er stand kurz vor seinem Zusammenbruch. Doch dann rief das Krankenhaus an. Er dachte, es gäbe Neuigkeiten zur letzten Untersuchung seiner Tochter. »Ich tue alles, was ich kann, aber es ist einfach schwer«, sagte er den Tränen nahe. Doch die Antwort des Arztes schockierte ihn. »Jemand hat die Operation bezahlt. Bitte kommen Sie, damit wir einen Termin vereinbaren können.« Liam wurde fast ohnmächtig. Wer konnte eine so hohe Summe bezahlen? Die Familie war überrascht, aber auch dankbar für ihren unbekannten Engel. Die Operation ein paar Tage später verlief erfolgreich. Die Eltern waren überglücklich, dass ihr Mädchen endlich gesund war. Auch Catherine war überwältigt. Liam nahm sich ausnahmsweise ein paar Tage frei, um sich zu erholen. Er verbrachte mehr Zeit mit seiner Tochter im Krankenhaus, während sie sich erholte. Da er sich nun keine Sorgen mehr machen musste, konzentrierte er sich auf die Suche nach dem Fremden, der seine Familie gerettet hatte. Sie riefen alle Freunde und Verwandten an, aber niemand wusste etwas. Doch der edle Spender würde sie bald besuchen. Gerade als Catherine die Klinik verlassen durfte, klopfte jemand an ihre Tür. Es dauerte kurz, bis Liam erkannte, wer es war. Diese luxuriös aussehende Person sah aus wie eine reiche Geschäftsfrau. Es war Lizzie und er erkannte sie an ihrem Ausweis. In diesem Moment wusste er, dass sie der Schutzengel war, nach dem sie gesucht hatten. Trotzdem fragte er, »Sind Sie diejenige, die uns geholfen hat?« »Ja, danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben«, sagte Lizzie. Dann erklärte sie, dass sie Catherines Brief in seiner Tasche gefunden hatte und helfen wollte. Sie war nämlich eine sehr reiche Geschäftsführerin eines berühmten Unternehmens. Endlich kapierte Liam, warum sie ihm bekannt vorkam. Er musste sie in der Zeitung gesehen haben. Die Familie war Lizzie so dankbar. Und das alles dank Liam, der auf seinen Instinkt gehört hatte. Manchmal, wenn wir Menschen helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, belohnt uns das Schicksal auf seine Weise. Wie denkst du darüber? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.